Menschlichkeit darbieten und Aushöhlung umkehren. Ja, natürlich wollen wir das. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Oh Gott, was habt ihr verpasst? Ich habe ein bisschen Seelen gefarmt, auf jeden Fall. So 200.000 gefühlt. Weil ich vor Anno Londo Leuten bei Ornstein und Smaug helfen wollte. Und Smaug, ist ja egal. Da hat mich ein Typ gerufen, der hieß This is America. Und der hat nur PvP-Geister die ganze Zeit bekämpft und komplett gegankt und gestompt. Und ich bin halt da geblieben, weil es richtig gut Seelen gegeben hat. Also habe ich irgendwie eine Stunde lang PvP-Geister gegankt und dabei 200.000 Seelen bekommen oder so. Oder eine halbe Stunde oder so. Ich habe ultraschnell Seelen auf jeden Fall da bekommen. War ganz cool. Aber ja, war, keine Ahnung, halt vier Phantome oder vier Spieler gegen einen Finstergeist die ganze Zeit. Die waren immer instant tot. Ehrenhaft, wie man Dark Souls kennt. Wir wollen noch einmal Londo. Und deswegen gehen wir da hin und ich muss kurz mal beim Ton noch was bestellen. So, jetzt sind wir in Anno Londo und können weitergehen. Ich musste Manu helfen zwischen den Folgen, weil der von einem Hacker invasiert wurde und verflucht und so. Ich glaube, das hat er nicht aufgenommen, also macht euch keine Sorgen. Oder keine Hoffnungen, wie auch immer. Ja, aber er wurde verflucht und hatte dieses Ei auf dem Kopf, also es war halt ein... ihn hat ein Hacker erwischt, so gesehen am Anfang. Und das war mal, was ja meine größte Sorge war. Und da musste ich ihm den Eibeseitiger geben, den wir in der gemalten Welt gefunden haben, damit er das entfernen konnte. Ich bin ein Held. Aber ja, ja. Aber Manu will das Spiel für sich selber erkunden und nicht mit mir gemeinsam spielen, falls ihr euch jetzt denkt, oh ja, spiel mit Manu zusammen. Nee, möchte er nicht und kann ich verstehen, weil selber zu erkunden, anstatt mit einer Person zu spielen, die alles auswendig kennt und Millionen Vorteile hat, ist ja ein bisschen dumm. So, auf jeden Fall, heute ist wieder Together angesagt mit euch. Weil ich gesagt habe, hey, ich habe Passwort-Matchmaking an, ich rufe euch in dem Gebiet und so. Und das können wir dann machen. Ich stecke gerade in der Wand. Kannst du mich bitte freilassen, Schweinchen? Danke. Ach ja, der hat ja jetzt dieses Ding an seinem Popo. Der ist ja jetzt das Ultraschwein. Aber ich habe was dagegen. Außer den Gedanken, dass ich vielleicht von einem Schwein überrannt werde. Wartet, lass mich noch ein paar Meter weiter weg von dir gehen. Gehst du jetzt wieder zurück? Ich glaube schon, der geht nicht hier raus. Ich habe einen Kurzbogen auf plus 10 gebracht, weil der bessere Reichweite hat. Irgendwo stand die Reichweite. Ja, Reichweite, da. Der hier hat nur eine Reichweite von 35, was irgendwie genauso Anvisierreichweite ist. Und der hat eine von 50. Deswegen habe ich den noch aufgewertet und auf Blitz gemacht. Der eskaliert einfach mit Stats und hat viel mehr Damage, aber der hier hat Blitz 127 Schaden nochmal mehr. Ich weiß jetzt nicht, welcher letztendlich besser ist. Und Pfeile habe ich auch 500. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen was an Zeug geholt. Einfach um mir Sachen im Leben einfacher zu machen. Wie zum Beispiel dieses Schwein. Obwohl 40 Schaden jetzt nicht so Premium ist. Testen wir mal den anderen Bogen, dann wissen wir doch mal, was cooler ist. So. Wie viel machst du? Ja, Blitz ist halt besser gegen die Rüstung von dem Schwein auf jeden Fall. Da sehen wir schon mal, dass der Blitzbogen sich ein bisschen mehr lohnt. Allgemein macht man in dem ja nicht so viel Schaden. Weil, ich wollte gar nicht mehr Pfeile schießen, ich will den Bogen eigentlich gerade wegstecken. Danke. So. Ich mache selbst nur 129 Schaden, wenn ich ihn treffe mit der Axt. Die macht ja auch sonst 500 oder so. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall das Eingangsschwein besiegt. Das DLC machen wir, nachdem wir alle vier Bosse haben übrigens. Das hab ich bisher immer so gemacht und kann nicht so weitermachen. Wird dann wahrscheinlich noch einfacher, aber hey. Ich habe von den ganzen Seelen mein Schild auf plus 5 aufgewertet. Heißt, maximale Haltung. Mehr bringt es ja nicht, das Schild aufzuwerten. Und ein bisschen mehr Schaden damit. Aber ja. So, jetzt müssen wir noch gegen Schweinchen hier kämpfen. Macht übrigens gut Schaden. Okay. Aber macht irgendwie nicht viel. Okay, wir haben es besiegt. Wir können wieder einen Helm droppen, aber... nee, doch. Reißkeilerhelm. Oh, der letzte. Sehr schön. Es wurde mir gegönnt. So, und ab hier sollten wir, glaube ich, Leute rufen können. Ab dem Bonfire hier. Wenn ich mich recht entsinne. Oder wir können uns... Kann ich erst Leute rufen, nachdem etwas passiert ist. Bin mir nicht ganz sicher. Sollte hier nicht so ein Item liegen oder so? Ich... Wie gesagt. Alles im Endgame verwirrt mich und ich habe es vergessen. Kann auch sein, dass ich erst nach dem Fahrstuhl Leute rufen kann. Ich habe es auf jeden Fall den Leuten auf Twitter geschrieben, dass ich spiele. Also wenn wir jemanden sehen, dann können wir den rufen. Ich warte. Habe ich alles richtig gemacht? Ich guck mal kurz. Ja,
Oh, da steckt ein Pfeil vor mir in der Wand. Gut, dass ich so aufmerksam bin. Lockt er oder warum kriegt er so wenig Schaden? Bin mir nicht sicher. Und chop. Oh, der wollte einen Sprungangriff machen. Chop. Kann ich auch. Und chop. So. Das ist ein Kristallgegner hier. Ach, da ist der Golem. Ja, genau, den meine ich. Ich dachte, hier konnte man Rufsymbole legen. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher. Und die kann man, glaube ich, backstabben. Ja. Gott sei Dank. Weil die halt ein bisschen was aus. Ich habe auch einen Bogen. Ha ja. Ha ja. Ich finde es gut, dass ich ihn unterbreche mit meinen Pfeilen. Weil jetzt hat er sich versteckt. Und da drüben ist ein Magier, der alle Gegner bufft. Das sieht man in diesem blauen Leuchten. Dann machen die mehr Schaden und so ein Kram. Nicht so cool. Aber trotzdem machen wir sie fertig. Huch, okay. Dann haben wir den. Und... Gehen nochmal hier runter. An den. Und ich gucke auch gleich nochmal zum Bonfire. Das meinte ich. Ich habe überlegt nur gerade. Der hier ist, glaube ich, der droppt das Item für das DLC. Hämmern wir einfach mal weg. Und gucken mal, was er droppt. Aua! Da kommt auf einmal so ein gebuffter Dude von hinten in meinen Rücken gesprungen. Okay. Ich sehe noch kein DLC-Item. Aber es kann sein, dass wir das bei der Hydra unten erst irgendwie was töten müssen und so. Bin sehr ein sehr verwirrtes Wesen. Und die droppen Kristallschwerter. Ui. So, ich guck nochmal runter. Okay, es kann sein, dass ich noch niemanden rufen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wann man hier Leute rufen kann, weil es passiert halt eine komische Sache. Aber ist nicht schlimm. Dann habe ich halt die Menschlichkeit verschwendet. Und einer auf Twitter hat direkt geantwortet, egal, kann gerade nicht, schade, kann gerade nicht, egal, ich wäre eh zu Low-Level gewesen. Man kann nicht zu Low-Level sein. Wenn ihr in das Gebiet könnt, dann könnt ihr mitspielen, weil Passwort-Matchmaking passt doch die Spiele automatisch vom Level an. Im Remaster. Das ist doch das Beste, das Einzige, was das Remaster anders macht. Matchmaking. So. Kannst du aufhören mit deinem Scheiß? Komischer Magier, Mann. Okay, tschüss. Hat sich die Treppe hochgeportet. Hm. Okay. Jetzt tanzt er da wieder und bufft die Bogenschützen. Was tun wir? Als ein kluger Mann. Der wir sind. Wir stehen in einem Zauber drin. Ach gut, Schaden, ne? Der Mage Man. Das machen wir als kluger Menschen. Wir rennen einfach in den Tod und rennen dann wieder runter. Nachdem wir irgendwas gepult haben und verstecken uns hinter der Säule. So. Schauen wir mal, was uns verfolgt. Da war ja auf jeden Fall irgendwas. Ah, da kommt er. Hallo. Oh, nicer Stich mit deinem Schild. Bitteschön. Ich bringe dich dafür nur um. Alles hier kristallisiert. So. Ja, dann beseitigen wir den hier noch. Das Gebiet hier hasse ich so sehr, weil es so verwirrend ist. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass das ja ganz cool eigentlich mit Phantomen ist. Wenn sterben, tue ich jetzt eh selten noch an Gegnern. Nachdem ich jetzt so viel Zeug habe. Wahrscheinlich in der Gruft der Untoten werde ich noch ein paar Mal sterben, weil ich einfach nicht weiß, wo ich lang muss. Sonst glaube ich, so jetzt die zwei Gebiete, die noch kommen, wo ich mich weniger auskenne. Gibt es hier irgendwas? Hier ist so schön leer. Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben schon den Anfang gleich geschafft. Ah, hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Dudes. Ein paar Dudettes. Und ich glaube, da draußen campen auch noch welche an den Seiten. Ja. Ist hier alles vollgestopft. Okay, die kommen nicht. Und da ist nur ein Dude. Okay, perfekt. Beseitigen wir den. Aber alles mit Backsteps heute. Funkeltitanit. Guck mal, da unten ist Anolando. Ja, müsste ja sein, ne? Cool. Sehen wir hier auch die untote Burg hier irgendwo? Nö, ich sehe nur Nebel. Okay. So, noch zwei von euch Typen. Ich würde gerne mal wissen, wie effektiv das Feuer gegen die ist. Ja, machen wir einfach. Komm, das geben wir einfach ein bisschen Schaden. Ah, one hit. Cool. Gut zu wissen. So. Genau darauf habe ich gehofft, dass ich dich backstabben kann. Und zack. Die Animationen sind wir heute öfter.
Eine Kiste. Mit die Kette nach vorne. Hä. Okay. Dann, würde ich sagen, werfen wir wieder so ein Ding. Lloyds Talisman drauf, falls ich noch welche habe. Oh, ich habe ja noch die ganzen Seelen zum Einsetzen hier. Was? Ja. Wo kann man Helmcare-Knochen kaufen? Ich habe keine mehr. Bald. Ich benutze die ganze Zeit hier im LP. Symbol der Gier. Ein Kristallesschild. Okay, cool. Das Symbol der Gier macht, dass man mehr Seelen bekommt und die Dropchance erhöht wird, aber dafür verliert man permanent Leben. Super cooles Item auf jeden Fall. Will man haben. Ah, da unten haben wir uns noch nicht fertig umgeguckt, ne? Dann laufen wir gleich einmal da unten noch rum, aber laufen wir erstmal hier oben fertig im Kreis und gucken, ob es da noch was gibt. Weil ich keinen Plan... Das ist noch eine Kiste. Ist da noch eine zweite Mimik? Nee, das ist eine freundliche Kiste. Naja. Ein Funkeltitanit. Okay. Ja, wenn ich davon mehr finde, kann ich ja meine Rüstung weiter upgraden. Habe ich ein Rüstungsteil auch auf plus 5 gebracht? Nee, alles auf plus 3 habe ich gebracht. Ah ja. Damit ihr so auf dem momentanen Stand seid, wie gut und wie schlecht meine Rüstung ist. Rüstung upgraden. Hätte ich nie gedacht, dass ich es jemals in einem Dark Souls Teil mache, aber irgendwie bietet es sich ja hier perfekt an. Kann ich chilliger spielen. Das ist so, so ein Gear-Unterschied macht es jetzt nicht, aber es macht es schon chilliger auf jeden Fall. Hallo? Du willst mir sagen, dass da unter der Treppe was liegt, oder warum bist du hier? Hol ich mir doch gerne die Ritterseele unter der Treppe. Dankeschön. Habt ihr auf der anderen Seite da drüben... Hier ist ja nichts. Was ist das für ein langweiliger Ort? Ich möchte sofort gehen. Die Magier können, glaube ich, ihren Stab und ihren Hut droppen. Die Robe von ihnen nicht. Ich glaube, nur den Hut von denen können sie droppen. Aber der ist cool. Der ist fancy. So, wir trinken mal einen Schluck Estus und fahren mal nach oben. Gucken mal, was wir noch so sehen. Da müssen wir, glaube ich, überall drin noch rumlaufen. Wird auf jeden Fall ein Spaß für die ganze Familie. Und hier kommt, glaube ich, ein Finstergeist oder so. Aber wir wollen jetzt, Dings, einen Ring anziehen. Einen Ring der Opferung. Ich glaube, man darf auch einen Heimkehrknochen machen, aber es ist so lange her. Ist egal, wir ziehen einfach den Ring der Opferung an, weil wir wahrscheinlich sterben werden. Ah, ja. Wusste doch, dass irgendwas NPC-mäßiges hier kommt, was super ätzend ist. Kamehame, chop! Wow, outplayed von dem Typen. Kamehame, chop! Wow, outplayed von dem Typen. Okay, dann machen wir es halt anders. Dann blocken wir dich und laufen an deinem Rücken. Wie auch... Bist du selber zu schwer für eine Rolle. Die zwei viel zu schweren Spieler. Ja, Job hat funktioniert. Ah ja. 2000 Seelen für dich, okay. Den nehme ich gerne hin. So. Ja, aber am chilligsten fand ich es ja, glaube ich, immer mit einem Ring der Opferung. Ihr werdet gleich verstehen und sehen, warum. Oh, da ist ja so ein Ding. Den werde ich nicht mehr erwischen, oder? Doch. Haha. Funkeltitanit und blauer Brocken. Sehr schön. Und, eine Million Kristalle. Kristallus, Kristallus, ich möchte durch den Nebel schreiten. Sie ist der Schuppenlose! Möge der Kampf beginnen! Haja! Oh, warte, ich muss näher ran. Haja! Und haja! Ach, ich habe 200 Schaden gemacht. Haja! Irgendwie wird seine Leistung nicht weniger. Ah! Verflucht der einen? Oh, guck mal, er macht eine Mega-Explosion. Hallo. Au! Cool! Oh! Die hat mich zweimal hochgeworfen. Schade. Ich glaube, man konnte auch rückwärts durch den Nebel wieder rausgehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Ring der Opferung ist auch eine Alternative. Denn, wenn man hier stirbt, landet man in einer Zelle. Ja. Die Opferung, Ring ist zerbrochen. Das weiß ich. Danke. Achtung, vor dir Dresche. Ja, da lehnt einer sehr nah am Gitter und schläft. Sollte nicht sehr gut für ihn sein. Tut mir leid, Herr. Oh, der Zellenschlüssel. Wie praktisch. Oh, wir haben nicht mal unsere Menschlichkeit verloren. Schützt der Ring der Opferung auch die Menschlichkeit? Oh. Guck mal. Ultra safe. Habe ich gerade einen Gegner reingelassen? Nein. Okay.
Dann ziehen wir wieder Havels Ring an. Und nehmen einfach mal an, dass hier gerade kein Spieler unterwegs ist. Sonst hätte ich ja schon jemanden gesehen. Hallo. Aua. Könnt ihr noch weniger Schaden machen, bitte? Das würde mich echt freuen. Ich weiß nicht mal, wofür ich meine Zellengenossen getötet habe. Die haben nicht mal was getan. Weißt du, die sitzen hier wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Ich bring die einfach um. So. Oh. Ach ja, da kommt Mr. Trötimann. Gib mir dein Tune. Okay, dein Tune ist echt nicht so geil. Ah, oh, guck mal. Da ist keine Tentakel-Dinger frei. Die nicht wie Geschlechtsteile aussehen. Nein, nein. Warte, eurer sieht nicht so aus. Okay. Cool, der hat die nervigen Dinger da unten freigelassen. Oh, hallo, Schlange. Du gehörst in Selbstfestung. Geh wieder. Tschüss. Reicht das überhaupt, um dich zu töten? Nein. Schlangen haben selber keinen Bock auf die Dinger. Und hauen nach oben ab. Kommen die Treppe eigentlich langsam hoch, oder wie war das? Das nehme ich als ja. Okay, wir müssen da runter. An den Dingern vorbei. Hoffen wir aufs Beste. Ich hätte eine Menschlichkeit doch opfern können. Egal, wir gehen erstmal runter und machen die wilde Musik aus. Ich weiß nicht mal, was die können. Außer gruselig aussehen. Einen Greifangriff können die auf jeden Fall. Guck mal, ich habe Axtangriffe. Haha. Ich kann mehrere von euch treffen. Okay. Ihr kriegt auf jeden Fall massiv Schaden, wenn ich euch hau. Dann ist ja nicht so schlimm. Dann kann ich ja weiter tapfer runtergehen. Die ganzen Türen überprüfen wir auf dem Weg nach oben einfach. Machen wir uns gar nicht erst den Stress. Und dann gehen wir erst nach unten. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch kein einziges Rufsymbol gesehen habe. Aber es macht mich paranoid im Kopf. Ich will euch doch dabei haben, Leute. Außer beim Boss. Ihr kennt die Rules. So, zwei nicht, dann wundert ich euch auch. Perfekt. Können die doch gar nichts machen. Ich glaube, die können auch zaubern, manche von denen. Also, ich will hier nicht untertreiben. Von eurer Gefahr aus. Ah! Au! Guck mal, hat einen Stachel. So, wir gehen einfach mal die Treppe hoch und trinken einen Schluck. Die Erfahrung kann ich gerne vergessen. Wie sie alle nur den Greifangriff machen. Aber, oh, guck mal, normal zuschlagen ist viel cooler als greifen. So, dann haben wir die hier auch. Dann machen wir erstmal die Musik aus, bevor wir irgendwie weitermachen. Da unten stehen noch zwei. Mit denen wollen wir aber gerade noch nichts zu tun haben. Da unten sieht es aus, als wäre da gar nichts in dem großen Raum mit den Zahnrädern. Ah ja, müsst ihr erstmal Mr. Snakeman töten, der hier. Welchen der drei? Hm. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Treppe runter. Gab es nicht eine Taste, um runterzurutschen? Ah. Perfektes Opfer steht schon da. Warte. Snakeman, lass mich einmal heilen. So. Das war dein Rücken. Das war nochmal dein Rücken. So, sollte reichen hoffentlich. Ja. Und jetzt können wir den oberen Snakeman noch töten. Safety first. So, die zwei haben wir. Hier steht auch keiner versteckt. Und da ist ein Snakeman vor einer normalen Kiste. Hallo. Ach, dafür liebe ich Dark Souls eigentlich, wie einfach das Backstabbing noch geht. So. Die Riesentürschlüssel. Okay. So, dann machen wir erstmal den neuen nice Track von Sie's aus. Hat mir nicht gefallen, tut mir leid. War nicht so lit, dein eigenes Mixtape. Aber wollen noch hier unten die Dinger hier loswerden. Auch wenn sie traurig sind. Und viel Leben haben. Und chop. So.
Droppt sogar was für mich. Guck mal. Wunder, linderndes Sonnenlicht. Was hast du gehabt? Wunder, gnädiges Sonnenlicht. Waren bestimmt irgendwelche Kleriker, die da verwandelt wurden, diese Viecher, durch die Musik oder so. Hallo. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? Ja, ja, ich bin zwar kein Student deiner Arts, weil du mir gesagt hast, dass ich zu dumm bin, aber ich befreie dich gerne. Hello again. Ja. Okay, das kennen wir schon. Verschlossen. Verschlossen? Okay. Das war also nicht der Riesentürschlüssel. Wahrscheinlich in einer der Zellen wird der Schlüssel rumchillen. Ich guck mal hier einmal kurz im Kreis. Ja, wie gedacht, hier unten liegt gar nichts. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier langsam nach oben laufen und in alle Zellen mal reingucken. Falls ich überhaupt die Schlüssel für die Türen habe. Testen wir es doch einfach und finden es heraus. Hinter Tür Nummer 1 befindet sich ein Gegner. Wow, ich hoffe, damit können sie glücklich werden. Ein Gegner. Archivzelle extra Schlüssel. Ach, guck mal. Okay, ich renn schon wieder runter. Hallo, Mr. Logan. Wie? Hinter Türchen Nummer 2 befindet sich ein Jahresvorrat an Gegnern. Cool. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, guck mal. Jetzt ist sogar schon im Rücken zu mir hingedreht. Wie freundlich die hier sind. So. Kann man, glaube ich, hier runterspringen und landet nur in der anderen Zelle, wo ich eh schon drin war. Ja. Hinter Türchen Nummer 3 erwartet uns ein Leichnam. Mit einer Seele von einem ehrenwerten Ritter, der scheinbar keine Lust mehr hatte, weiterzuleben. Sie immer nur verkrochen hat. Da liegt ein Gegenstand? Okay, muss ich irgendwann irgendwo runterspringen, verstehe schon. Hinter Türchen Nummer 4 befindet sich ein weiterer Gegner. Ich weiß, die Wahl ist sehr groß. Könnt mir ja schreiben, für welches Türchen ihr euch entscheiden würdet als Gewinn. Und dieser Gegner hatte nicht mal etwas in seiner Zelle. Sehr schön. Türchen Nummer 5 ist unser Bonfire. Kann man eigentlich die... Ah, hier kann man bestimmt öffnen. Archiv-Extra-Zelle-Schlüssel. Und dann kann man da runterhüpfen. So, aha. Und dann kommen wir da in die Leiche ran, die wir gesehen haben. Mit einer Ritterseele. Okay. Und dafür das Ganze. Oh. Ach, dann kann man direkt zu diesem Horn klettern. Ah, wusste ich nicht mal. Da seht ihr mal, wie sehr mich dieses Archiv hier interessiert. Toll. Jetzt habe ich kein Leben mehr, da, wenn ich da unten bin. So. Und da ist schon die Leiter zum Rausgehen. Keine Ahnung, wir finden den Schlüssel wahrscheinlich später, müssen hier zurückkommen. Soll mir recht sein. Was mir nicht recht sein soll, ist, dass da der Snake an der Leiter hängt. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück und schießen einfach einen Pfeil drauf. Na guck, umso weiter hinter wir gehen, umso eher treffen wir den. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Hallo. Danke. Sieht schon besser zum Bekämpfen aus. Als wenn er da doof an der Leiter hängt und mich treten will, während ich da hochkletter oder sowas. So. Sind gerade schon immer so einfach zum Blocken und Backstabben. Dafür habe ich immer Probleme mit den Snakes sonst. Na gut. Normalerweise kommen auch zwei auf einmal. Der zweite geht jetzt auch an die Leiter. Da sind nämlich, glaube ich, zwei hochgelaufen. Nee, einen haben wir beim Hochlaufen ja getötet, ne? Oh, wir sind so klug. 5 Millionen IQ. So, das hier ist der große Schlüssel, den ich auf jeden Fall geholt habe. Genau, Riesentürschlüssel. Und da können wir nach da weiter erforschen gehen. Das ist schon mal gut. Ansonsten kann man hier scheinbar noch runterdroppen, deswegen heilen wir uns einmal und probieren's. Was soll schon schief gehen? Au. Außer ein paar gebrochene Gelenke. Und hier ist der, die Kapuze einer Maid, die Kleidung einer Maid. Und der weiße Seehorse-Ring. Und ist da noch ein Drop zum Bonfire. Bonfire, Drop. So, dann setzen wir uns daran. Entfachen wir es? Ja, entfachen wir es. Komm, ist egal. 10 erstes Flakor sind für das Gebiet hier ganz praktisch. 5 Stück war schon ein bisschen mager. So.
Jetzt sollten die Viecher auch von unten nicht mehr direkt hochsprinten, wenn ich alles... Wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, nächster bleiben auf jeden Fall stehen und rennen nicht hoch. Das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, da unten bleibt jetzt alles erstmal. Gut, da muss ich mich später runterkämpfen, aber das müsst ihr ja nicht nochmal sehen. Und da gehen wir dann einfach den Stuff ab. Obwohl, wir können ja durch unsere Zelle einfach runterklettern, ne? Die ganzen blauen Schlangenviecher stehen da jetzt nur alle in demselben Raum. Das ist ein bisschen eklig. Aber hey, nicht unser Problem jetzt. Wir dürfen endlich hier in die Freiheit raus. Hello. Tolle Aussicht. Ja, finde ich auch. So, zack. Und zack. Danke für den einen Hieb. Oder war es der Pfeil, der mir den ein bisschen Schaden gemacht hat? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir möglichst schnell zum nächsten Bonfire, weil das ist ein Bonfire, wo man, glaube ich, schnell reisen kann. Und da sollten doch Leute für mich liegen. Ich will meine Freunde endlich finden. Lasst mich gehen, ich spiele doch schon extra am Wochenende. Müsste doch jemand hier unterwegs sein. Da ist auf jeden Fall ein Magic Man, der gerade am Dancen ist. Und er portet sich weg. Tschüss. In dem Part hier ist ein Bogen echt nice. Besonders, weil die halt immer am Pranken sind, die Magier. Die sind die Meister-Prankster zum Schlechthin. Aber brauchen auch 100 Jahre für ihre Magie. Okay. Gehen wir mal mit unserem Schild langsam vor. Und trinken mal einen Schluck. Und Finstergeist. Whee! Okay. Ich gehe mal ein paar Schritte hinter. Dann kämpfe ich. Okay, hier ist nicht eine gute Stelle zum Kämpfen. Komme ich hierher? Ja, scheinbar. Toll, aber ich will nicht kämpfen, während zwei Magier auf mich ballern. Naja, was soll's. Oh, dreht die Treppe für mich. Oh, es ist gut. Ah, da kommt er. Ja, komm mit. Komm mit, Mystery. Lass uns hier unten kämpfen. Wisst ihr, wie schwer es ist, diese Treppe zu drehen? Der hat mir sogar geholfen. Kommt er mit? Ja, da ist er. Oh, mit der Zielflugseelenmasse. Okay. Komm doch her. Kämpf mit mir. Okay, ich habe ihn einmal. Oder auch nicht. Sehr gut. Hat keine Ausdauer mehr, sorry, Bro. Tschüss. Nicer Mage-Bild auf jeden Fall. Gib mir deine Seelen. Ja, sind aus Seelen. Oh, verbleibende Energie sogar. Menschlichkeit. Oh, nett. Ein sehr netter junger Mann, der mir eine gigantische Abkürzung in meinem Leben geöffnet hat. Kann man sich mehr erhoffen? Okay. Das war ein damage-gebuffter Pfeil auf jeden Fall. Oder war das beides, was mich getroffen hat? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ultra viel Schaden von diesem Pfeil bekommen. Jo! Lass niemals die Bogenschützen buffen. Ich merke schon. So. Jetzt können wir hier die Treppe hochlaufen. Da drüben ist, glaube ich, das Bonfire, wenn wir jetzt hier nochmal drehen. Ja! Wir haben einfach alles geskippt in dem Gebiet. Ja! Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie ich hier durchkomme. Aber bin ich gut. Ja, so ein bisschen Plan habe ich schon noch, aber... Nicht mehr ganz so zuverlässig war ich hier. Ja, ja. Baller deine Pfeile auf mich. So. Können wir hier runterrutschen? Oh, wie gut. Wie gut das war, dass dieser Finstergeist das umgedreht... Also hofft einfach, dass ihr hier invasiert werdet und so ein Finstergeist hat, der die Plattform für euch dreht. So, jetzt öffnen wir hier eine geheime Tür. Und durch diese geheime Tür kommen wir hier an den Balkon. So. Mach mal einen Screenshot für Twitter. So. Ah, guck mal. Hier sind ein paar Spieler. Huch, wann sind die denn aufgetaucht? Dying 60 FPS. Bubbibu. Holy Boy.
und am Leuchtfeuer rasten. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier gucken. Rufsymbol. Zeitoxien. Okay, aber fangen wir von links nach rechts an, so wie ich sie gelesen habe. Dying 60 FPS darf mitmachen. Guck mal. Sieht doch wohl gekleidet aus. Ja, vielleicht haben wir einen von den Hacker und der macht irgendwie Friendly Damage oder so. Wäre doch auch lustig. Oh, guck mal, jetzt liegen hier noch mehr Symbole. Ich kann es aber nicht angucken, weil ich gerade jemanden rufe. Musste eine Sekunde warten. So, habe ich. Ich habe noch 8 Estus, sollten erstmal reichen. Hallo. Na, was geht ab? Dying 60 FPS. So. Ach, das ist immer noch Holy Boy. Einer von den beiden ist hier neu. Zertoxien? Nein. Den haben wir gesehen. Ich krieg das untere Rufsymbol nicht angeklickt. Okay, dann rufen wir Bovipo. Bovipo! Und da lag noch jemand. Ach, so viele Leute sind auf einmal da. Sehr schön. Ich dachte schon, ihr habt mich alle vergessen. Kommt, habe ich einmal raus und rein, sind hier 50 Rufsymbole. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier alles plündern und hier sind Magier unterwegs. Und andere Leute und so. Kommt! Oh, guck mal, der hat die schwarze Ritterhellebarde, die ich am Anfang holen wollte. Die stärkste Waffe im Spiel. Da, zeig mal, wie stark die ist. Oh. Und wir haben einen lustigen Typ mit einem lustigen Hut. Den habe ich auch. Kann ich auch aufsetzen. Ah, dann machen wir mal mit. Dann gehören wir zur Gang dazu. Ja. So. So. Wenn wir schon ein Mitglied der Gang hier haben. Warum steht da so ein Loser und schießt mit Pfeilen nach uns? Kann ja auch Headshots nehmen, theoretisch. War da was hinter mir? Huch. Habe ich den so ausgepowert, dass er nichts mehr gemacht hat? So, haben wir den. Ah ja, da war wirklich was. Kadekus-Schild. Sehr schön. Ja, die wissen nicht, dass ich hier noch alles zu erkunden habe. Weil ich nur mit einer Abkürzung runtergekommen bin durch den Finstergeist. Der macht ein bisschen mehr Schaden als ich. Na gut, Demesans ist auch eine Zweihandwaffe. Wenn ich mit meiner Riesenkeule backstabben würde, würde ich, glaube ich, auch ganz gut Damage machen. Kann ich mir vorstellen. Hätte ich meine Seelen irgendwie ausgeben sollen oder sowas? Nee, bestimmt nicht. Weiß nicht. Der hat das Mondlichtschwert. Oh, das ist cool. Deswegen schießt der so blaue Strahlen da. Das kriegen wir auch noch irgendwann. Glaube ich. Hier waren wir schon. Ja, wir sind wieder da, wo wir vorhin waren irgendwann mal. Wie gesagt, das Gebiet hier ist etwas verwirrend. Hier von dem Balkon haben wir runtergeguckt. Dann sind wir den Fahrstuhl hochgefahren. Genau, aber die Tür hier war zu vorhin. Jetzt ist die offen. Und die ist auch, glaube ich, offen, wenn man aus dem Bossraum wieder rausgeht. Ja, ja, so funktioniert das in der Welt. Genau, aber wir wollen das obere Stockwerk auf jeden Fall noch erkunden. Aua. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Mir geht's gut. So, jetzt sind wir ja wieder hier. Jetzt können wir ja mal gucken, wie wir den Fahrstuhl normalerweise offiziell umdrehen. Und währenddessen töte ich mal hier die Gegner. Voll cool, so eine Armee zu haben, die alles für einen cleart. Ich habe geguckt, ob da hinten der Magier sein Zeug getroppt hat, aber scheinbar nicht. Wow, der One-Hitted ja sogar von vorne. Okay. Überhaupt nicht stark oder so. Genau, hier wären wir rübergekommen. Und die hier kann man auch noch drehen, die Treppe. Also, naja, nicht so ein mega schwerer Weg wäre es gewesen. Früher oder später hätten wir es gefunden. Aber trotzdem verwirrend hier, der Ort. Da ist auf jeden Fall nichts. Was blockst du denn da? Ach, dein Bogenschützen. Okay. Drüber geschossen. Aua, kann der aufhören, Pfeile auf mich zu schießen? Sterbe ich noch. Nein. 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 Tschüss. Sehr schön. Meine Bodyguards. Oh, Magie. Gab's hier was? Nö. Okay. Cool. Gehen wir weiter. Ja, schön, dass hier doch noch Leute gekommen sind. Ich hab schon Angst, dass jetzt irgendwie einen ganzen Part lang keiner kommt, weil hier irgendwie niemand das Remaster hat. So. Dann drehen wir mal unsere Treppe und gucken mal auf der Seite hoch. So, da wo wir den Bogenschützen weggeklatscht haben. Gibt's da hinten in der Ecke etwas? Ich sehe nichts und da ist auch nichts. Sehr schön. Okay. Onward. My noble Armee. Schönes Englisch hier.
Ja, schon chillig, ne? So ein Typ, der alles easy cleared für einen. Ich meine, es sind höchstens lästig, die Gegner, aber was soll's. Ja. Ich glaube, der eine Schalter für die Brücke dreht beide Brücken. Deswegen ist die hier in dem Raum jetzt auch richtig herumgedreht. So muss man das auch machen. Man muss das drehen und dann da runterhüpfen. Und dann kann man da hoch zu dem Magier. So. Aua. Da. Fotzt sich jetzt, glaube ich, da drüben hin. Wenn man den Headshots gibt, dann tanzt der auch lustig für einen. Ja, dann können wir warten und dann nochmal einen Pfeil schießen. Dance for me! Und zack. Der andere Weg wieder. Tschüss! Perfekt. So, was haben wir denn hier? Schönes. Ist das eine Mimik? Nein. Dann nehmen wir dein Loot. Zauberei, starker Schild. Verbessert die Blockfähigkeit vom Schild, die Haltung und sowas, glaube ich auch. Und erhöht die Magieresistenz von Schilden. Ganz praktischer Zauber für das Gebiet auf jeden Fall. Aber wir brauchen es gerade nicht. Okay, jetzt haben wir die Seite oben auch fertig. Das hinter uns oben haben wir auch fertig. Ja, da sind wir ja runtergesprungen. Okay. Dann können wir das hier drehen. Ich hoffe, alle sind darauf. Ja. Verstehen sich auch ganz gut, meine beiden Mitspieler. Natürlich beide mit dem Graswaffenschild. Aber ja, ist das Standardschild zum Durchdaddeln. Hier links und rechts liegt jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir sind hier schon fertig in dem Bibliotheksbereich. Der Magier da ist irgendwie auch weg. Magier, Bogenschütze. Warum auch immer. Ach, da unten steht er. Okay. Was hast du denn hier unten? Hopp. So. Hier gab es noch eine Mimik, die man bekämpfen musste. Nicht die hier, okay. Ach, guck mal, gibt doch schon mal die Robe. Hupsi, jetzt haben wir mit seinem Halbwissen erzählt euch tolle Sachen. Riesenzellenschlüssel, dann ist die restliche Kleidung so unauffällig. Oh, da hat jemand was hingelegt. Zerbrochenes Schwert. Habe ich eine Freudengeste? Ja. Woo, cool, danke. das ist eine Mimik. So, kloppen wir die kaputt. So, sehr schön. Da brauche ich keinen Talisman mehr. Verzaubertes Falchion. Und das ist eine normale Kiste. Dann öffnen wir die. Kristallglut. Oh, sehr schön. Ist das schon die letzte Glut, die wir finden? Könnte sein. Okay, warum haust du gegen die Säule? Aber so. Gab es hier nicht einen Hebel, der das runtergefahren hat? Ah ja. Da ist ein Hebel. Dann ziehen wir an dem Hebel. So. Flupp. Ab nach unten mit uns. Oh. Ein gemeiner, geheimer Gegner. Gut, dass er mich gerettet hat. Und Prismasteine, 20 Stück. Hurra. Scheinbare Wand voraus. Nee, war eine Lüge. Sieht aber echt so aus, weil die so leuchtet. Wahrscheinlich hat die Bewertung das auch 300 Bewertungen deswegen gehabt. So, wenn wir hier durch den Nebel gehen. Hier ist noch relativ safe, außer dass man fast runterfällt. Ne, ich gehe sicher. Ich kann diesen Schaden nicht riskieren. Und in dem Goldenen da vorne treffen wir, glaube ich, einen neuen NPC. Deswegen gehen wir jetzt hier ein bisschen Kristallriesen verprügeln. Hallo. Oh, wir sind allgemein Tausende von denen, die wir töten müssen. Ja, endlich müssen wir unsere Kräfte vereinen. Ich glaube, ihr noch gelebt. Ja, da hallo. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Zuglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crypton. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der Dritte auch den Hut auf hat. Have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, haben wir gesehen. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you'll just stay put and keep out of trouble. Ja,
glaube, die ist jetzt fertig mit Reden. Well, ja, genau. Okay, die sucht jetzt ihren Papi. Den haben wir ja getroffen, Herrn Zwiebelritter. So ein, zwei Mal. Das ist nämlich Sieglinde von Katharina, glaube ich. Und der andere ist Siegmeier oder sowas. Ich weiß, die sind sehr kreativ mit ihren Familiennamen. Aber wir haben sie gerettet. Und darum ging's. Deswegen wollte ich auch hier zuerst hin, damit ich die Questreihe dann fertig machen kann im heutigen Part. So, da ist ein Golem. Hallo. Wir können solche richtig fetten AOE-Attacken eigentlich machen. Aber bisher haben wir die immer so schnell getötet, dass sie nie dazu kamen. Blauer Brocken. Und was ist der da getroppt? Noch einen blauen Brocken. So, dann gehen wir mal auf die Gang da hinten. Ich hoffe, meine Friends sind bereit. Toll, einfach mal alle, dass hier ein bisschen mehr Chaos entsteht. So. Oh, guck mal. Der eine hat einen langen Arm bekommen. Haben wir noch nicht gesehen, zum Beispiel. Und guck mal, der bewegt sich einfach nicht. Ja. Solche gefährlichen Gegner. Blaue Brocken. Und blaue Brocken. Ja, wenn man blaue Brocken farmen will, tötet man die blauen Golems. Unerwartet. Oh, es kann sein, dass ich gleich sterbe. Oh, das wäre nice. Kann ich neue Leute rufen. Das ist mein einziger Hintergedanke. Ich glaube, durch das GLC-Gebiet werde ich auch nochmal mit Leuten laufen, weil es ultra ätzend ist. Die Bosse mache ich natürlich solo weiterhin. Also durch die Gebiete zu laufen mit Leuten, finde ich eigentlich irgendwie echt lustig. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet oder nicht. Machen wir es so. Oh, guck mal, eine Kristallkleidung. Das war die von dem Typen, der uns vorhin angegriffen hat. Vor dem Boss, oder? Könnte sein. So, wie viele Golem gibt es hier denn noch? Zwei Stück. Leute, die hier mit rumlaufen, werden sich auch denken, so gründlich haben sie das Gebiet hier noch nie gemacht. Oh, zack, 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 zack. Hinter euch. Oh, da kam der Sprung. Da kam Sprung Nummer 2. 400 Schaden mit dem Schlag macht diese Hellebarde, ne? Dafür, dass die so eine Reichweite hat. Schon echt verrückt. Okay. Schaffen alle drei den Sprung? Oh, da hängen 60 FPS. Oh. Okay. Mobben wir nicht. Ach, guck mal, da sind ja nochmal zwei. Hört ihr gerne mal auf? Hier in der Ecke liegt nichts, nee. Dann werden wir die noch los. Oh. Ich will auch einen Shop machen. Und Shop! Jawoll, Teamwork. Okay, nun müssen wir noch diese Horrorschlucht hier runterklettern. Oh Gott, hier war ich auch so lange nicht mehr. Wie gesagt, ich habe irgendwie 100 Charaktere bis Level 50 gespielt, so bis Anna Londo und dann immer aufgehört. Aber hey, finden wir heraus, was es hier zu holen gibt. Zum Beispiel ein Golem. So. Oh, Schaden machen die aber gut. Früher konnte man in Dark Souls 1 seine Verbündeten nur heilen, indem man selber ein Flakon getrunken hat. Das wäre immer spaßig. Auf jeden Fall. Gibt's hier was? Nee. Oh oh. Ups. Okay. Dann gehen wir mal weiter. RIP. Wie er da kurz stand und dann so, oh oh. Alles so schön. Das ist ja sehr schön. Dann kann man hier runter gehen. Dann kann man hier entlang weiterlaufen. Oh, ich laufe durch die Luft. Ja, überall da, wo diese kleinen Flöckchen hinfallen, kann man langlaufen. So ein kleiner Lifehack. Dann kommen wir darauf. Da runter. Und hier ist eine gigantische Brücke. Oh, das ist ein Schmetterling. Den würde ich gerne töten. Ist es wie der Boss? Wahrscheinlich ist es wie der Boss, ne? Ich greife ihn mal weiter an. Und blocke immer seine Angriffe. Aua. Zeig mir, was du kannst. Oh, nein, zeig mir nicht mehr, was du kannst. Aua. Okay, wir haben ihn. Und meine Waffe ist fast kaputt.
Reparieren wir sie mal. Ich habe die noch nie bekämpft, glaube ich. So, dahin 60 FPS. Muss mir noch zugucken, wie ich den Schmarrn auf meinen Kram schmier. Und mich einmal heile. So. Ich glaube, ich bräuchte mehr Heilung für den Boss. Aber was soll ich machen? Wir sind nämlich auf dem besten Wege zum Boss. So. Und hier kann man noch rüber walken. Kann man hier irgendwo runterhüpfen? Nee. Da lang muss ich auf jeden Fall. So. Guck mal, wie nett das Spiel hier ist. Aber so einen Golem dahin zu stellen jetzt. Der mich zweimal trifft und ich voll runter. Pack. Okay, wir rufen neue Leute und gehen da wieder hin. Mit einem Ring der Opferung. Wir sehen uns gleich wieder da. Sonst dauert das ja echt ewig. So. Wen haben wir denn hier? Zertoxien haben wir noch nicht gerufen. Und hier haben wir einen zweiten Silberritter. Oh, nice. Ich habe mich übrigens umgezogen. Damit ich noch schnell rollen kann, trotz Ring der Opferung. Hm, wäre cool, mit einem zweiten Silberritter unterwegs zu sein. Aber der wird schon verstehen, dass ich mein Zeug verloren habe. Und man erkennt mich ja an meinem unverkennbaren Aussehen. Dunkle Barde. Okay, dunkle Barde. Hallo, willkommen, mein Freund. Ich werd nie die Gelbhut-Gang vergessen, aber ich hoffe, sie kann es verstehen, dass ich auch andere Leute mitnehmen will, dass jeder so eine Chance hat, mitzukommen. So, wo bleibt man's? Mein Barde. Dann probieren wir Tomate-Tom. Ah, Tomaten-Tom hat funktioniert. Hallo, Artorias. Willkommen. Spoilerhafte Bossrüstung. Naja. Nicht so wichtig. Alter, Wii ist wieder da! Das wird hier richtig nice. Ah gut, gehen wir erstmal hier unten weiter und holen mein Zeug zurück. Ich habe einen Ring der Opferung an. Ich benutze auch alle von mir aus. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ein Tomaten-Tom darf mir jetzt helfen, mein Zeug wieder zu holen. So. Dann gehen wir mal nach da unten. Kämpfen wir uns an allem vorbei. Tapfer wie wir sind. Geblockt. Guck mal, Tomaten-Tom hat auch die schwarze Hellebarde. Beliebte Waffe. So, der stürmt einfach drauf zu auf die. Kein Respekt vor dem bösen Golems. Okay. Nice. Oh, guck mal, Whis da. Backstep! Woo! Okay, den haben wir beseitigt, wieder mal. Niemand kommt an dem leuchtenden Priester vorbei. Aber der eine Typ in der Silberritterrüstung hat mir gefallen. Stimmt, es gibt ja noch die Hello-Masken. Ah, die gibt es erst im DLC. Müssen wir erst ein bisschen weiterkommen. So, hoffen wir einfach, dass dieses Mal keiner meiner Verbündeten hier runterfällt. Huch. Da ist schon der Golem runtergehüpft. Aber nee. Wollte wohl gerade so überleben. Ich lasse mich jetzt diesmal von meinen Verbündeten über den unsichtbaren Pfad führen. Sonst bin ich nur verwirrt. So, das brauchen wir nicht. Und da können wir runter hüpfen. So, hier unten lag ja sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ich den Schmetterling jetzt nochmal töten soll. Aber hey. So, führe mich. Okay, wir folgen einfach dem seinen Schritten. Kann ja nicht schief gehen. Perfekt. Tomaten-Tom. Tomaten-Tom hat mein Zeug gerettet. Wir können wieder zum Silberritter werden. Wenn wir wollen. Chop! Ja! Wir haben ihn bezwungen. Praise the sun. So. Ach, ich lasse den Ring mal an, bis wir unten sind. Safety first. Besonders so, wie man hier rumrutscht. Wollen nicht diese Schmetterlinge bekämpfen. Okay. Da muss man runter drauf springen, meinte. Okay. Ich folge mal Tomaten-Tom. Ich habe ja gesagt, ich will einen Guide durch das Gebiet haben. Sieht mir echt gar nicht, wo man langläuft. Aber die Nachricht ist ja so eine kleine Hilfe. Hallo. 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 Ach, ich liebe diese Masken immer noch. So gut. Ist der jetzt straight zum Boss gegangen? Nein, ich will das Zeug doch alles holen. Ach man, jetzt sind die hier. Da ist der Boss da hinten.
Ach, ich kann den auch mit den Leuten machen. Aber wehe, ihr trennt den Schweif nicht ab. Der Boss hier ist eh ätzend. Okay, hallo Muschel, Leute. Okay. Ich muss nichts machen, das ist sehr schön. So. Von denen sind wir mal weggerannt. Ja, guck mal, jetzt. Klappen die sich in einer Weile wieder zu? Eigentlich oder so? Nö. Die liegen nur so lustig offen da. Okay. Läuterungsstein. Ich hätte den Loot gerne da hinten noch. Komm, solange ich den Ring noch anhab, gehe ich jetzt nochmal zurück und hol mir den Loot da unten. Ich muss nur den unsichtbaren Pfad nochmal sehen. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Kilometer hier lang ist. Den da will ich töten. Deswegen sprinten wir einfach so zwischen den Nachrichten gerade. Das kann ja nicht falsch sein. So. Da will ich hin. Ja! Tomaten-Tom hat's verstanden. Dann mache ich einen Fallangriff auf den da. Nice. Und Tomaten-Tom wird runtergekickt. Das tut mir jetzt leid. Wie kommt man hier wieder hoch? Gar nicht? Doch. Der Toxin wurde besiegt. Hier geht's doch weiter. Ja. Da so gerade hoch. Oder sehe ich das falsch? Na, guck mal, hier geht's doch gerade wieder hoch. Ey, wir können den Boss-Solo machen. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr euch absichtlich umgebracht habt oder was gerade der Gedanke dahinter war. Aber danke. Sehr cool von euch. So, falls ihr Schmetterlinge was Cooles droppen könnt, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal diese unsichtbare Brücke panisch entlang rennen. Und zum Boss gehen. Perfekt. Ich rüste mich mal kurz wieder um. So, Zombie, der Mega-Ritter. Gegen Sies, den Schuppenlosen. Kampf Nummer 1. Möge er beginnen. Hallo. Wie schön so hell meine Rüstung hier unten aussieht. Bin ich der Platin-Ritter schon. Guck mal, ein Baum. Oh, ist der hübsch. Den habe ich irgendwie voll das Bedürfnis, den zu zerstören. Und der kommt von oben. Nee, shit. Nicht mein Baum. Moment, Moment, Moment. Halt. Den brauche ich noch. Hallo. Also ich habe gehört, du hast hinter dir einen Baum. Kannst du mich mal... Danke. So. Ach, ich stand schon beim Baum. Weißt du, hat mir auch keiner erklärt, dass ich schon beim Baum stand. Katzin war etwas verwirrt, ist hinter mir gelandet. Da hat sich so gedacht, oh scheiße, mein Baum. So, jetzt fangen wir erstmal so an. Zack. Oh nee. So, jetzt ist er nicht mehr unsterblich, der Boss. Ja, dieser kleine Baum hat ihn unsterblich gemacht in dieser Schlucht hier unten. Ist aber auch ein gutes Versteck hier unten. Und wer wird schon hier unten gucken? Wie auch immer du keinen Schaden gemacht hast. Ganz interessant, dass man das alles so easy blocken kann. So. Jetzt wollen wir hier hinten auf den Schweif hauen. Und uns einmal heilen. Und jetzt müssen wir nochmal um ihn rumlaufen. Man kann nämlich seinen Schweif abtrennen. Habe ich, glaube ich, noch nie großartig gemacht oder schon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ehrlich gesagt. War alles immer ziemlich ätzend um ihn herum. Das sieht aus, als würde er mit seinem Schweif hauen. Das sieht aus, als würde er nochmal mit seinem Schweif hauen. Warum habe ich dich überhaupt anvisiert? Kannst du aufhören? Ich muss aber warten, bis er halt anfängt, Zeug zu spucken. Sonst kann ich... Gehen wir erstmal ein paar Meter weit weg.
dass er hier ein bisschen mehr in den Raum reinkommt. Und heilen uns dann einmal. So, umso weiter er im Raum ist, umso einfacher wird es auch, um ihn herumzulaufen. So, mach mal einen dummen Kristallatem. So, sehr schön, ein Treffer. Okay, die Seite sieht doof aus. Probieren wir die andere. Ja, und mit seinen Tentakeln, ja. Hallo. Onkel. Okay, und wieder rennen. Aua. Und heilen. Schade, es wäre ein Treffer gewesen, aber ich wollte lieber leben. Okay, wie auch immer das getroffen hat. Ach, heilen wir uns nochmal, komm. Der haut zu schnell zu, wenn er wütend ist. Ich komme ja überhaupt nicht an seinen Schweif ran. Ich nehme mal so ein bisschen vor ihn. So. Wir hoffen, dass er dann wieder irgendwas Atemmäßiges macht. Ich hoffe, wenn man da ganz schnell ist, kann man dann einen Hieb bestimmt reinkriegen. Aua. Mal kurz heilen. Oh, guck mal, er macht Kristallatem von hinten. Ich meine, klar, es deckt den Raum ab. So, zweimal heilen. Also würde ich nicht auf den Schweif gehen, wäre der Boss schon seit 5 Minuten tot. Kann ich euch sagen. Gut, ich wollte eigentlich Y drücken. Oh, wenn man ganz am Schweif hinten steht, trifft einen das nicht. Cool. Hallo. Glaube ich, der längste Bosskampf in dem Spiel jetzt für euch. Wer macht denn dummen Atemscheiß? Rechts rumlaufen wirkt noch sicherer irgendwie. So. Schieb mich mit. Aua, er hat mich vor sich geschoben. Dann warte ich halt wieder, bis du Kristalle spuckst. Oh. Wieso kriege ich seinen Schweif nie? Also ich glaube nicht, dass man den halben Boss tötet, ohne den Schweif abzutrennen. Ja. Oh, richtig gut. Okay. Ich habe das Gefühl, man muss die Spitze von ihm treffen, was so ziemlich unmöglich ist. Ich gehe mal auf Abstand. Oh, er hat nur nach vorne gespuckt. Ich glaube, ich cutte den Bosskampf ein bisschen. Außer ihr wollt meine monotonen Schweigepausen. Ach, ich kann auch meine Schweigepausen drin lassen. Ich überlege halt die ganze Zeit nur, wie ich irgendwie mal an den Schweif rankomme.
Müssen wir echt schon fast mit dem Bogen machen oder zu zweit? Weil zu viel will ich jetzt auch nicht mehr riskieren langsam, weil ich habe nicht mehr so viel Heilung. Machen wir einfach mal drauf. Okay, jetzt haben wir noch geblockt gekriegt. Aua. Einmal heilen. Und wieder zu Papi-Drache rennen. Hallo. Okay, töten wir ihn einfach. Er hat seine Chance vertan. So. Okay, dann halt kein Schweif für uns. RIP. Ich habe alles versucht. Fürstenseelenscherbe. Ja, danke. Sieg über den Schuppenlosen. Und Bonfire und Menschlichkeit und alles. Ey, wir haben wenigstens First Try gemacht, aber das mit dem Schweif war eine dumme Idee. Ey, eigentlich war es eine gute Idee, aber es ging nicht. Ja. Cool. Haben wir das Gebiet auch fertig. Und haben 200.000 Seelen. Wie wäre es, wenn wir etwas leveln? In Kondition! Wollen wir wirklich Kondition weiter hoch? Ja, komm, dann können wir irgendwann cool rollen. Das klingt doch nach was Schönem. Achso, ich dachte, meine Belastung ist schon bei 131 gerade. Wollte schon sagen, so viel habe ich auch nicht equipped. Ja, machen wir Kondition einfach weiter. Mehr Ausdauer ist öfter zuhauen, ist mehr blocken. Ist allgemein, glaube ich, ganz gut, so viel zu haben in dem Spiel. Ja, unsere Rolle wird noch lange brauchen, bis sie schnell ist. Wo wir schon 150 von so und so viel haben. Selbst wenn ich Helm, Hose und Schuhe ausziehe, rolle ich immer noch langsam. Wenn ich komplette Rüstung ablege. Oh, oh, guck mal, mein nackter, glänzender Puh. Jo, dann glänze ich so schön. Ja. Es dauert also noch, bis wir eine schnelle Rolle bekommen. Ja, der hier wiegt auch recht viel, halt, der Schild. Ja, allgemein alles wiegt recht viel. Aber hey, müssen wir mit leben. Wir haben Thief dem Schuppenlosen offiziell bezwungen. Gemeinsam mit eurer Hilfe. 4 Leute konnten wir wenigstens rufen. Und ich tweet noch, dass ich fertig bin. Damit die Leute Bescheid wissen. Nicht umsonst warten. So. Abgetweetet. Fertig. Danke fürs Mitmachen. Auch hier nochmal in Videoform. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke dir an alle, die gelegt haben. Sorry, wenn ich nicht jeden rufen konnte. Aber ja. Ich hole mir den. Ich benutze beim nächsten Mal den getrockneten Finger. Dann kann ich 3 Leute rufen. Wenn wir nochmal ein Gebiet-Koop machen. Ich habe ja gesagt, vielleicht das DLC-Gebiet dann. Sollte eh alles eigentlich One-Hit sein, aber nur nervig. Oh, man könnte die Mutter hier farben. Hochklettern kann. Ach doch, man kann ja sogar hier sogar wieder hochklettern, ne? Lustig. Ah gut, hier wollen wir nichts mehr. Wir sind fertig mit dem Schuppenlosen. Und das Zeug fürs DLC machen wir beim nächsten Mal. Aber ich möchte jetzt zum Aschesee. Muss ich dafür nochmal den Baum runterklettern? Ich glaube schon. Wir sehen uns in 3 Ewigkeiten wieder. Haben wir eigentlich den Schlüssel für den Magier gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ich guck gleich mal, wenn ich da vorne in dem Baum wieder bin. Dann muss ich da nämlich auch noch einmal kurz hin. Riesenzellenschlüssel. Ah, ja, den haben wir ja gefunden. Dort wurden einst unzählige Maiden gefangen gehalten. Aber bis auf ein paar bedeutende Personen steht sie nun leer. Sie versuchen, sich dem Wahnsinn zu entziehen, während die zahlreichen Fehler in beunruhigender Nähe vor sich hinsiechen. Ja. Die habe ja gesagt, ich war ja scheinbar Kleriker, weil die Wunder gedroppt haben. Habe ich schon richtig gedeutet. Ja, ja. Da drin in dem Baum ist der Chlorantiering übrigens. Ich weiß jetzt nicht, ob das der offizielle Weg hier rein ist, aber tada, der Ausdauerring. Aber wir haben eh keinen Platz für unsere Ringe, weil unsere Rüstung so schwer ist. Deswegen spielt man lieber mit leichter Rüstung. Kann man wenigstens mit lustigen Ringen spielen. So, ich habe es tatsächlich hier runter geschafft.
Und die Pilze habe ich nicht umgebracht. Wir können gegen die Hydra hier noch kämpfen jetzt. Die wir ganz am Anfang vom Projekt gesehen haben. Keine Ahnung, wie man die hier tötet, aber wir können sie auf jeden Fall mitnehmen. Weil dann nervt die uns hier nicht mehr. Das ist doch ganz angenehm. Da chillt sie auf jeden Fall. Die werden wir jetzt gleich mal beseitigen. Aber vorher gehen wir hier zum Bonfire nochmal. Und legen unsere Rüstung an. So, wir sind bereit. Ich mache auch einmal so wieder das Pulver drauf. Und dann schauen wir mal, was die Hydra uns entgegenzusetzen hat. Wir müssen sie auf jeden Fall irgendwo hinlocken, wo so ein bisschen näher an uns dran ist als da hinten. Deswegen würde ich sagen, laufen wir den Strand einfach bis zum Ende entlang. Weil da ist ja eigentlich ziemlich nah. Obwohl, vielleicht kommt sie auch näher geschwommen, wenn sie mich sieht. Ja, guck mal, jetzt ist er doch eigentlich schon recht nah. Hallo. Recht nah ist gut, die ist fast in mir. Okay. Okay, Axt weglegen und zweimal im Nahkampf draufhauen ist perfekt. Hallo. Nenn nicht Wasser spucken, ich stehe doch fast in dir. Na komm. Jetzt spuckt die Wasser! Was ist denn das für ein Troll? Kann auch noch näher rankommen. Ich stehe fast in deinem Körper. Danke. Ach, die dumme Flosse hat mich weggedrückt. So, beiß einfach weiter zu. Der Kopf hat mich weggedrückt. Dankeschön. Okay, wir haben wieder Schaden reingekriegt. Ja, ein weiterer Kopf ist ab. Da ist doch einer. Hallo? Ich hau dreimal zu, nichts passiert. Ich treffe den nicht da im Boden. Oh ja. Hör auf, so rumzuwackeln. Es ist frustrierend, gegen das Ding zu kämpfen. Ja, ich habe einen weiteren. So. Happa, happa. Nee, bei dem Biss treffe ich nichts. Kann ich höchstens so einen Axtwurf werfen. Okay, ich gehe mal einfach ganz hinter am Kopf und jetzt hau ich zu. Oh, wir haben einen Treffer drin. Ah, oh, Hydra Boy. So, ich weiß ja, dass du den gleich aus dem Boden siehst und dann hau ich einfach da einen drauf. Haha! So, zwei Köpfe bleiben noch. Kann ich auch einfach jetzt Fernkampf hier gegen dich machen? Ich glaube schon. Ja. So, RIP Hydra. Goodbye. Wie viele Seelen bringst du eigentlich? Ein Drachenstein und 10.000. Hey. Sehr schön. Das nervt die nicht mehr. Oder respawnt die? Nee, bitte nicht. Oh, guck mal, da links vorne liegt auch noch was. Dann loot ich hier mal kurz alles. Okay, den haben wir easy besiegt. Funkelt die da nicht. Nice. Mir gefallen die vom Design her eigentlich. Weil die einfach so 1000 Schädel in sich drin haben. 2 und 3. Gut, dass mein erster Angriff die schon staggert. Dass sie nichts mehr machen können. Funkelt die da nicht. Hey. Guck mal, hier liegt so ein Kopf von einem riesigen Dämon. Wie kämpft man sowas in Dark Souls? Keine Ahnung. So, was liegt hier ganz am Rand versteckt? Ein Drachenstein weiterer. So, eine Sache, die mir hier einen Kommentar geschrieben hat, wie ich da rankomme, was sehr cool war, als das letzte Mal hier unten war, ist, indem ich an dem Viech sterbe.
Oh. Tja, kann ich wohl nicht mehr. Nein, ist, da ist hier irgendwo ein Ast unten, wo man reinfallen kann, den man nur ganz kurz sieht. Ich habe ihn gerade beim Hinlaufen schon nicht gesehen. Da! Hier muss ich, da ist jetzt auch eine Nachricht geschrieben. Okay, das ist diesmal einfacher. Da muss man reinfallen. Und dann kann man dadurch reingehen. Und dann kann man das Item da aufheben. Was auch immer es ist. Aber dafür bin ich 50 Mal gesprungen. Die verstärkende Zauberbarriere. Also wenn ihr Kleriker spielen wollt, bedient euch an diesem magischen Meisterwerk. Und verdient den Respekt, den ihr verdient. So, diesmal können wir uns hier ins Bonfire setzen und den Schnellreisepunkt freischalten. Was uns einiges vereinfacht, weil wir hier eigentlich nochmal hin müssen. Wegen der Katharina-Questreihe. Aber ich muss erstmal gucken, wo ich jetzt noch hin muss, um die weiterzuführen, weil ich gerade keinen Plan mehr habe. Ich dachte nämlich, die sind schon hier. Ah, die Frau, die wir gerettet haben, die Sieglinde, die ist noch beim Feuerbannschrein. Also müssen wir da zuerst hin. Hier sollte sie chillen. Ah ja, da ist sie ja. Hallo. Oh, hallo again. We're both managing quite well, aren't we? But I haven't found my father yet. Have you seen him? Ja. Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If you just stay put. Nee, der ist sehr aktiv, der Mann. Okay, dann müssen wir, nochmal mit ihr reden? Jetzt schon oder später? Gucken wir mal. Nee, wir müssen einmal hier kurz neu hinreisen. Sekunde. So, jetzt sollte sie nochmal da stehen und was Neues sagen. Well, hello again. I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. Das ist doch schön. My father, he went on his final adventure. Don't worry, that's just the way he is, undead or no. Sort of reassuring, really. If he goes hollow, I'll just have to kill him again. Okay. Schön tragisch. Okay, dann wollen wir jetzt zum Steindrachen und den Weg nochmal rückwärts zurücklaufen an den Muscheln vorbei zum ersten Bonfire und dort sollten die beiden jetzt chillen. Ich hatte einen Kommentar auch gefragt, übrigens apropos Bogen, ich weiß nicht, ich habe es am Anfang der Folge angesprochen, egal, warum ich den Drachentöter-Großbogen nicht benutze, weil der 20 Geschick braucht und ich habe keinen Bock, die 8 Punkte da rein zu skillen. Ich stecke lieber 30 Punkte in Ausdauer scheinbar. So bin ich. Ach, apropos, weil ich gerade auch meine Rüstung ausziehe, um schneller zu sein, wir holen uns gleich den Ninja-Flip-Ring noch. Dann haben wir das auch erledigt. Gottes Willen, immer noch 3 Sachen, die ich hier tun muss. Ja. Turbo. So, da hinter dem Hügel müssten die beiden jetzt chillen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Da! Ja, guck mal, Papa und Tochter vereint. Wie nice. Und Papa schläft nur. Der ist nicht tot. Er schläft nur eine Runde. Mein Vater. Oh, finally over. I will return to Katharina. You assisted us both greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now. Eine Scholle, um meine Waffe auf plus 15 zu bringen. Oh, Father. Dear Father. Oh, tragisch. RIP. Questreihe will man ja gar nicht fertig machen. Beziehungsweise will er aber seine Tochter nicht finden, dann ist ja eigentlich Happy End. War der die ganze Zeit schon eine Hülle? Eigentlich nicht, Höllen können ja reden. Oder hat die Tochter so irgendwie eine Einbildung, dass der Vater nur eine Hülle ist und hat sie ihn deswegen umgebracht? Weil irgendwie gibt es keinen Sinn, weil bei uns war der noch keine Hülle. Wollte ihn die ganze Zeit nur umbringen, die Tochter. Naja, wir haben eine Scholle bekommen dafür, dass wir alles gemacht haben. Hurra! Und guck mal, da hinten liegt doch ein Item, wie ich gesehen gerade beim Zurücklaufen. Was liegt denn hier? Noch ein Drachenstein. Oh, da liegen ja einige rum. Wie viele habe ich eigentlich? 9 Stück? Oh, nett. 10 Stück braucht man, um eine Waffe auf Maximum zu bringen. Haben wir sogar fast genügend. So ein Drachenstein. Okay. So, wir haben hier eine weiße Glut. Okay, er kann damit nicht umgehen. Dann müssen wir das wieder wahrscheinlich dem Magier-Typen geben oder den dritten Schmied, den vierten Schmied, den wir noch treffen. Gott, es gibt so viele Schmiede in diesem Spiel. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch einmal hier durch den Wald rennen und wir sehen uns bei dem Katzeneid.
It's parry time. Oh. Ah, jetzt. Okay. Hey. The first try, aber wenigstens second try. Dann reicht es nicht mal, um den zu töten. Stopp. Aber um einmal drauf zu hauen, oder? Haha. Okay. So. Dann treten wir mal dem Alt hier bei. Hallo, Mrs. Cat. Ja. So, aktuellen Alt wieder rufen und dem hier Alt leisten. Ja, will ich. Thank you. Du hast dein Alt geleistet. Nehmt diesen Ring. Katzeneidring. It allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement. Not so. But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Okay, wir dürfen sie nicht hintergehen, aber hey. So, und wenn man jetzt in dem Eid ist. Ist da er hier? I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only, don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Okay, ich glaube, der verkauft auch Zeug. Don't worry. You'll be called in soon enough. Hunt. Nee, okay. Und das ist der Bodyguard. Hallo. Und der hat den Ninja-Ring. Und den müssen wir töten. Allerdings begehen wir damit Verrat und ich guck mal, ob man das irgendwie umgehen kann. Trotzdem noch. Haha. Okay, ich darf einfach ihn nur nicht umbringen. Dann kann ich dem Eid wieder beitreten. Aber ich muss dann meine Sünden, ja, bezahlen. Aber hey. Okay, wollen wir ihn einfach normal töten oder irgendwie die Klippe runterwerfen und den Spielstand neu laden? Probieren wir es mal normal. Okay. Gut, dass der eine mit einem Schlag fast tot ist. Not us from the very start. Have a look at my sword. For it's the last thing you'll see. Ich will den Dialog hören, aber ich will den Gegenstand looten. Da ist er. Menschlichkeit und Holzmaserring. Ich finde es gut, dass der gewartet hat, bis ich fertig war mit dem Inventar. So, jetzt müssen wir uns eigentlich einfach nur verkrümeln und dann ein Sündenbeichte bei dem Typen, bei den Gargoyles. Da war ja dieser Priester, bei dem kann man sagen, oh, es tut mir alles leid. Und dann vergeben einem auch alle NPCs in der Welt. Glücklicherweise. Aber es kostet Seelen, glaube ich, deswegen gucken wir mal, wie teuer das ist. Und was wäre denn lustiger, als jetzt mit dem Ninja-Flip-Ring dahin zu rollen? Deswegen legen wir mal Havels Ring ab und nehmen uns den Holzmaserring. Verändert das Rollverhalten des Trägers. Ja! Jetzt machen wir kleine Röllchen dahin. Das ist der Ninja-Flip-Ring, wie ihn die Leute gerne bezeichnen. Oder Ninja-Ring und so. Und ja, das ist jetzt unsere Rolle. Auch rückwärts. Jetzt sind wir der lustige, nackte Mann, der die Rollen macht. Herzlich willkommen in Dark Souls. Ja, wenn man so ins New Game Plus geht und dann irgendwann genügend Seelen hat, um das mit einer schweren Rüstung zu machen, ist es lustig auf jeden Fall. Aber bis ich die Rolle mit der Anor-Londo-Rüstung hinkriege, dauert es 100 Jahre. Deswegen, ja, werdet ihr die wahrscheinlich nie sehen mit meiner Rüstung. Aber wir wollten den Ring mal holen, also haben wir das getan.
Kann sein, dass die Sünde irgendwas mit Level zu tun hat und ich jetzt 100.000 Seelen bezahlen muss, damit die mir ja vergeben. Aber gucken wir doch erstmal, was der Priester von uns möchte. Rollen wir lustig zu ihm hin. Schon beängstigend, wenn ein Gegner so auf dich zurollt. Aber ist, glaube ich, ein bisschen besser als die Rolle nochmal auf jeden Fall. Hallo. So, Vergebung erbitten. 38.000 Seelen. Dann würde ich sagen, setzen wir einfach einen Gegenstand ein und dann vergeben wir Erbittung. So, 38.000, bitteschön. Ich bin hier, um Vergebung zu erbitten. Ja. Bitte vergebt mir meine Sünden. Dankeschön. If thou committest a crime, there is no misdoing that. Okay. So, jetzt können wir in der Theorie wieder da runtergehen und dem Eid wieder erneut beitreten und der Typ ist wieder unser Freund und er wird ein Händler, aber der Schick geht dann nach Schandstadt und in Schandstadt verkauft er einige Dämonenwaffen zum Beispiel. Oh, ich wusste gar nicht, dass du hier hochklettern kannst. Tschüss. Normalerweise stapelt die sich einfach hier unten vor der Leiter immer und chillen da, bis ich die alle töte. Nice. Das ist ein richtiger Batzen an Typen, die ich mit mir rumschleife. Dem Alt beizutreten und so mache ich, glaube ich, zwischen den Folgen, weil ich nehme jetzt schon gleich 2 Stunden auf. Ich hole jetzt nur kurz noch Logan aus seiner Zelle raus. So, aber wir müssen von hier aus zurückgehen. Deswegen legen wir natürlich auch wieder unsere Rüstung und unseren Schild an. Weil, also guck mal, wir haben jetzt ja schon eine mittlere Rolle. Und das trotz den beiden Ringen, die unsere Ausdauer, unsere Traglast unendlich buffen. Und wir müssen ja einen der beiden dann auch noch ablegen für den Holzmaserring. Also es wird echt ätzend, wenn man mit der Rüstung eine schnelle Rolle machen will. Kann auch sein, dass es gar nicht bis Level 99 möglich ist, aber vielleicht, wenn man leichtere Waffen benutzt noch, außer das Schild. Also ich habe ja eine schwere Axt und einen schweren Schild. Nicht unbedingt so das Optimalste. So. Natürlich überlebst du einen Schuss. Okay, alle beseitigt. Die Ritte sogar auch hier runtergehüpft. Ein bisschen beängstigend, aber hey. So. Und um die loszuwerden, mache ich einmal so. Hoffen wir einfach mal. Okay, mein Zauber ging weder durch, noch hat er alle getötet. Nicht der optimale Plan. Dann müssen wir einfach an die ransprinten und die versuchen zu one-hitten. Man sieht den Stachel von denen so immer rausstechen da unten. Ja, stimmt. Die haben den Stachel da einfach. Lustig. So. Ein Charge-Angriff. Und finally, alle besiegt. Hallo, Logan. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich glaube, ich bin zu spät. Er ist schon weg. Ich hätte den Boss nicht töten dürfen, glaube ich. Der Feuerhütersee liegt hier nochmal. Oh. Ja, stimmt, die beiden sind ja so die Personen. Ich glaube, ich weiß, wo ich Logan finde. Da, genau. Hier kann ich den Fahrstuhl nämlich wieder runterrufen, mit dem ich mal beim ersten Mal zu dem Boss gefahren bin. Also da, wo man sterben musste. Und mit dem muss ich, glaube ich, jetzt wieder hochfahren. Wenn ich mich recht entsinne. Ich dachte, dafür muss man alles richtig machen, dass man das darf. Also kann sein, dass da oben jetzt auch nichts ist. Naja, warten wir. Schauen wir mal ab. Schauen wir mal warten ab. So. Gehen wir erstmal wieder durch diesen schönen kristallisierten Tunnel. Dann dürfen wir da oben in den Bossraum gucken, ob da jemand ist oder nicht. Vielleicht befreit er sich irgendwie von alleine. Ist ja Magier, ne? Teleportation ist ja nicht so komplett merkwürdig, oder? Hallo? Hier ist auf jeden Fall der Raum, wo wir getötet wurden. Aber sieht doch recht chill aus. Hier ist nur eine Kiste. Öffnen wir diese mal. Hallo? Die Zauberglut. Ne, ich glaube, wir haben Logan verkackt. Wir hätten ihn befreien müssen. Ich glaube, man kann ihn auch nur bekämpfen, wenn er Magier ist und alle Zauber bei ihm gekauft hat oder so. Dann wird er nämlich wahnsinnig und steht hier in dem Raum und bekämpft einen. Oder er wird zur Hülle und bekämpft einen. Na cool, man kann den Raum ja einfach so auch noch erkunden. Mussten also sowieso hier hin. Finde ich gut sogar. Bedeutender Held, guck mal, eine zweite Seele von einem bedeutenden Held. Perfekt. Ja, was denkt ihr, wie viel die gibt? 25.000?
30.000. Probieren wir es einfach. Und dann setzen wir einen Heimkehrknochen ein. Dann haben wir es jetzt wirklich fertig. Rip Logan. Bedeutender Held. Benutzen. Let's have a look. 20.000. Naja. Nett. So, nur noch ein Heimkehrknochen. Aber ihr werdet mir eh in die Kommentare schreiben, wo ich den Rest mehr bekomme. Und deswegen... Mit diesem Bonfire ist kein Teleport möglich. Ach, den ich auch spiele. Let's sprint zum Bonfire. Hallo. Spielen wir wieder Dark Souls, so wie es gedacht ist. Alles ignorieren und... Oh, warum macht er denn instant den Buff für die Gegner? Ist ja auch Mobbing, dass er den jetzt macht. Na gut. So, an dir vorbei. Kann man hier irgendwo runterspringen? Ja. Überlebt man das? Bestimmt. Tada! Wenn ihr schnell zum Bonfire hier wollt, sobald ihr frei seid. Viel Spaß. So, teleportieren. So, gucken wir mal zu unseren Mages. Ja, Logan ist weg. Hast du was dazu zu sagen? Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed Regal Archives in Anor Londo. And I have decided that I must search for him. Okay, viel Spaß. Ja, wir geben unsere Feuerhüterseele ab und dann ist der Part vorbei für heute. Und beim nächsten Mal werden wir die Richtung Skelette gehen, das letzte Gebiet. Estus Lacker verstärken. Estus Lacker aufgefüllt. Plus 4, sehr schön. Und plus 5 kriegen wir dann, wenn wir den Feuerhüter in Anor Londo töten, aber den töten wir erst, sobald wir den optionalen Boss in Anor Londo bekämpft haben, weil der dann, glaube ich, automatisch böse ist, sowieso. Why? What? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Ich glaube, wenn wir dem von der Pyromantie erzählen, wird er zur Hölle. Okay, aber ist ja egal. Wir haben ja alles von ihm. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your debt once again. Vielleicht bringt er sie auch um oder so. Keine Ahnung. Wir haben es ihm jetzt einfach mal gesagt. Dass da unten eine crazy Pyromantie-Frau ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Dark Souls Remastered. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.